Wir waren ins alte Arabien gereist, um Salim al-Kupar zu finden, einen Urahnen, der angeblich die Gerissenheit von 40 Dieben besaß. Es überraschte uns nicht, als Bentley herausfand, dass dieser Typ Gründungsmitglied der berüchtigten 40 Diebe war. Es sah also so aus, als hätten wir für diesen Auftrag jede Menge Hilfe. Aber als wir ankamen, erfuhren wir schockiert, dass die meisten Diebe im Ruhestand waren. Sie hatten gutes Geld gemacht, waren älter geworden und hatten sich dazu entschlossen, ihre goldenen Jahre in Ruhe zu genießen. Weniger schockierend war die unverkennbare Anwesenheit von Cyril le Paradox. Überall patrouillierten brutal aussehende Wachen und es war klar, dass etwas Schräges vor sich ging. Nach etwas Detektivarbeit hatte Bentley die nächste schlechte Nachricht. Salim al-Kupar war länger nicht mehr gesehen worden. Er hatte mit den aktiven Dieben zusammengearbeitet und war dann einfach verschwunden. Wo war er? Das war das Erste, das wir herausfinden mussten. Gerüchten zufolge musste Salim al-Kupar untertauchen. Hält sich aber noch hier in der Gegend auf. Wir müssen herausfinden, wo er sich versteckt hält und wieso. Dazu habe ich extra für dich ein neues Spielzeug gebaut. Cool. Etwa einen Schildkröten-Butler? Nein. Anhand der Daten deiner Vorfahren war es mir möglich, die Cooper-DNA zu entschlüsseln. Ich habe deinen Sichtkommunikator um ein visuelles Leitsystem erweitert, das absolut alles erkennt, mit dem Salim al-Kupar unter Umständen in Kontakt gekommen ist. Wow, Bentley, das ist ja wie Science Fiction. Deinen Sichtkommunikator und scanne die Umgebung. Dann sollten alle Objekte aufleuchten, die Salim in letzter Zeit berührt hat. Klein, diese Tür gehört eindeutig nicht hierher. Mach lieber auch ein Foto davon, damit ich sie analysieren kann. Okay, Sly. Geh da raus und zum Dorf, während ich alles analysiere. Ich habe dir einen Wegpunkt gesetzt. Ich brauche noch mehr Daten, Sly. Such weiter. Diese
Stelle wirkt sehr friedlich. Bestimmt meditiert Salim oft hier. Also, auf Körperpflege legt Salim offenbar viel Wert. Fly, da muss etwas sein. Nimm den Sichtkommunikator. Interessant. Offenbar hat Salim mit dem Kamel eine Testfahrt gemacht. Okay, Sly. Ich gleiche alle Daten ab und wie es aussieht, ist Salim auf einem Boot. Hallo, du bist Salim Al-Kopar, richtig? Und wer bist du? Also, das ist etwas kompliziert. Ich bin ein Dieb wie du, aber neu in der Stadt. Komm doch mit zum Unterschlupf meiner Gang, dann erkläre ich dir alles. Wie wär's, wenn du mit dem Buckel runterrutschst? Okay. Hör zu, ich weiß, du hast Ärger. Ich will dir helfen. Ich kann dir alles erklären, aber hier können wir nicht reden. Du siehst hungrig aus. Lust auf einen Snack? Snack? Aber warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Gehen wir! Im Unterschlupf stellten wir uns einander kurz vor, während Salim sich vollstopfte. Er erzählte uns von seinem Problem. Eine neue Spielerin namens Miss Dezibel war in die Stadt gekommen und warf mit Geld nur so um sich. Man musste kein Genie sein, um zu wissen, wer hier der stellvertretende Zeitreisende war. Salim und die drei übrigen Diebe hatten, bevor sie in den Ruhestand gingen, noch einen letzten Raubzug begehen wollen. Und zwar an Miss Dezibel. Natürlich waren seine Diebeskollegen in ihre technische Falle getappt und Salim arbeitete seither an einem Rettungsplan. Bentley deckte ein paar interessante Fakten auf. Miss Dezibel stammte aus einer reichen britischen Familie. Sie liebte klassische Musik. Doch fehlendes musikalisches Talent, gepaart mit einer jähzornigen Ader, ergaben eine gefährliche Kombination. Nachdem sie bei einem Wutanfall einen tragischen Unfall erlitten hatte, konnte sie nicht mehr musizieren, auf normalem Wege. Da entdeckte sie, dass sie andere mit hypnotischen Tönen kontrollieren konnte und eine neue Verbrecherin war geboren. Sie begann, andere mit ihrem teuflischen Talent dazu zu bringen, Verbrechen für sie zu begehen. Wir erzählten Salim von Le Paradox und die ganze Sache ergab einen Sinn für ihn. Leider war er nicht mehr ganz davon zu überzeugen, dass wir ihm helfen wollten. Ich würde meine Absichten unter Beweis stellen müssen. Mal wieder.